Wisst ihr Leute, Märchen sind ein tolles Mittel, um Kindern wichtige Lektionen des Lebens beizubringen. Der kleine Prinz hat uns zum Beispiel gelehrt, mit dem Herzen zu denken. Die Schöne und das Biest hat uns beigebracht, dass die inneren Werte wichtiger sind als das Äußere. Und des Kaisers neue Kleider hat uns gezeigt, dass man immer die Wahrheit sprechen sollte. Leider gibt es aber auch Märchen, die dieses ganze Belehren ein bisschen zu ernst nehmen. Und ich spreche speziell von deutschen Märchen. Wisst ihr, meine Großeltern haben mir damals, als ich ungefähr 7 Jahre alt war, ein Buch mit dem Titel Struwwelpeter in die Hand gegeben. Manche von euch kennt das Buch wahrscheinlich, aber an alle, die es nicht kennen, Struwwelpeter ist eine Geschichtensammlung aus dem Jahr 1844. Und wie andere Märchenbücher auch, richtet sich Struwwelpeter an Kinder. Aber die Geschichten darin sind alles andere als kinderfreundlich. Lasst euch nicht von dem Nebentitel täuschen. Die Geschichten darin sind weder lustig, noch sind die Bilder irgendwie trollig. Sie sind in erster Linie verstörend. Bevor ich mit dem Video anfange, möchte ich aber kurz darauf hinweisen, dass bei Instant Gaming ein Gewinnspiel läuft. Um teilzunehmen, müsst ihr einfach nur auf den Link in der Beschreibung klicken und euer gewünschtes Spielern geben. Viel Glück. Das Buch beginnt mit der Erzählung vom Struwwelpeter. Der Struwwelpeter ist ein Junge, der sich nicht pflegt und seine Haare nicht schneidet und dafür verachtet wird. Die Geschichte ist ziemlich harmlos und die Moral ist einfach. Du sollst dich regelmäßig pflegen. Ein guter Tipp für alle League of Legends Spieler da draußen. Umso weiter man aber in dem Buch blättert, desto dunkler werden die Märchen. Da gibt's zum Beispiel die Geschichte vom Daumenlutscher. In der Geschichte geht es um Konrad. Und Konrad kann es einfach nicht lassen, an seinen Daumen zu lutschen, obwohl ihm seine Mutter das verboten hat. Eines Tages verlässt Konrads Mutter das Haus und sagt zu ihrem Sohn, er soll nicht an seinem Daumen lutschen, weil sonst der Schneider kommt und ihm seine Daumen abschneidet. Aber Konrad denkt sich einfach, als Maul, du F***e. Und sofort, nachdem seine Mutter das Haus verlässt, steckt er seinen Daumen in den Mund. Aber das war ein großer Fehler. Bautz, da geht die Türe auf und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stube zu dem Daumenlutscherbub. Und was macht der Schneider? Er schneidet Konrad mit seiner riesigen Schere die Daumen ab. Und Konrad kann nicht anders, als laut zu schreien. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort, die sind alle beide fort. Tja, das passiert halt, wenn man an seinen Daumen lutscht. Anders lernst die dummen Kinder einfach nicht. Denk daran, das soll eine Geschichte für Kinder sein. Dann gibt's da noch das Märchen vom Suppenkasper. Der Suppenkasper ist ein Junge, der eigentlich immer seine Suppe aufgegessen hat. Aber eines Tages entscheidet er sich dazu, seine Suppe nicht mehr zu essen. Am nächsten Tag ist er deshalb schon viel dünner. Aber er verzichtet wieder darauf, seine Suppe zu essen. Und so geht das auch in den folgenden Tagen weiter und der Suppenkasper wird mit der Zeit immer dünner. Am vierten Tag war der Suppenkasper dann so dünn wie ein Faden und am fünften Tag ist er einfach gestorben. Also liebe Kinder, esst immer eure Suppe auf. Wenn ihr das nicht macht, sterbt ihr an Gewichtsverlust. Heinrich Hoffmann, der Autor von den Struwwelpeter-Geschichten, war übrigens Psychiater. Und ich würde mal behaupten, er hat seinen Job ein bisschen verfehlt. Statt Traumata zu lösen, hat er wahrscheinlich so viele Traumata erzeugt, wie kein anderer Mensch in der Geschichte. Das zeigt sich auch ganz gut an dem Märchen mit dem Titel Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Traurig? Ich denke, das Buch ist lustig und drollig. Naja, auf jeden Fall beginnt die Geschichte mit Paulinchen, die mit ihren sprechenden Katzen Minz und Mauns allein im Haus ist. Ja, so heißen die Katzen wirklich. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Auf der Kommode entdeckt Paulinchen eine Packung Streichhölzer von ihren Eltern und aus Neugier entscheidet sie sich dazu, ein Streichholz anzuzünden. Paulinchen wird von ihren Katzen gewarnt. Der Vater hat's verboten. Miau, Mio, Miau, Mio. Lass stehen, sonst brennst du lichterloh. Aber Paulinchen ignoriert diese Warnung und springt mit dem brennenden Streichholz im Zimmer rum. Und dann passiert die Katastrophe. Paulinchen kommt mit dem Streichholz versehentlich an ihr Kleid und fängt an, am ganzen Körper zu brennen. Die Katzen rufen zwar um Hilfe, aber es kommt niemand, um das Feuer zu löschen. Und am Ende des Tages verbrennt Paulinchen, bis nur noch ein Haufen Asche von ihr übrig ist. Ihr merkt schon, mit Happy Ends halten sich diese Kindermärchen ein bisschen zurück. Ähnlich verstörend ist auch die Geschichte vom bösen Friederich. Friederich ist ein Junge, der Fliegen die Flügel ausreißt, Vögel totschlägt und Katzen quält. Und Friederich hat immer eine Peitsche mit dabei, die er dazu benutzt, um Frauen auszupeitschen. Warum er das macht? Keine Ahnung. Aber so hat man sich vielleicht unartige Jungen im Jahr 1844 vorgestellt. Eines Tages trifft Friederich auf einen Hund, der aus einem Brunnen trinkt. Er entscheidet sich natürlich sofort dazu, den Hund auszupeitschen, bis der anfängt zu heulen. Aber plötzlich wird Friederich von dem Hund tief ins Bein gebissen. Bis in das Blut hinein, wie es in der Geschichte heißt. Friederich fängt an zu weinen, rennt weg und der Hund klaut ihm die Peitsche. Zu Hause angekommen wird Friederich verarztet und muss bittere Medizin schlucken. Der Hund bricht währenddessen in das Haus von Friederich ein und frisst sein Mittagessen auf. Das Verstörende an dieser Geschichte ist nicht, dass der Hund sich rächt, sondern dass Friederich wahllos irgendwelche Tiere quält und Frauen auspeitscht. Wie so ein Psychopath. Und als 7-jähriges Kind, das bis dahin nur Disney-Filme gekannt hat, hat mich diese Geschichte schon ordentlich mitgenommen. Aber Leute, das waren erstmal alle Kindergeschichten. Es gibt noch ein paar weitere Märchen in dem Buch, aber die sind zum Glück harmloser. Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr als Kind damals auch Struwwelpeter lesen musstet. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.